Liebe Freundinnen und Freunde, was haben eigentlich Heizungspumpen aus Dortmund, Elektrostecker aus Kirchhundem, Kraftwerke in Düsseldorf oder am Niederrhein, ein Supermarkt in Hörde oder die Sendung Germany's Next Topmodel mit Industriepolitik in Nordrhein-Westfalen zu tun? Ich finde, überall können wir Geschichten erzählen, dass es solche und solche Industriepolitik gibt. Gute und schlechte. Industriepolitik, die auf Strukturen setzt, auf Beharrungsvermögen, auf Geschäftsmodellbewahrung und Industriepolitik, die auf Zukunft setzt, auf Innovation und eben auf Grün und Umwelt. Und das ist das, was wir leisten müssen, jeden Tag in den Kommunen, im Landtag, überall da, wo wir tätig sind, im Bundestag, auf europäischer Ebene, Rahmenbedingungen zu schaffen für gute Industriepolitik, für grüne Industriepolitik. Das ist das, was der Antrag ausdrücken will. Selber sind wir natürlich nicht in der Industrie tätig, aber wir können Rahmenbedingungen verändern, damit es in eine andere Richtung sich entwickelt. Aber erstmal geht es, glaube ich, darum, sich zu vergewissern, wo wir stehen. Und das Bild von Nordrhein-Westfalen ist ja immer noch geprägt von Kohle und Stahl, aber ich meine, es stimmt gar nicht mehr so wirklich mit der Wirklichkeit überein. Da hat sich schon sehr, sehr viel verändert. Wir haben in Nordrhein-Westfalen eine Zukunftsbranche mit über 3.000 Unternehmen, 270.000 Beschäftigten, Greentech NRW mit einem Umsatz von 80 Milliarden und steigender Tendenz. Das ist eine Zukunftsbranche in Nordrhein-Westfalen. Und selbst zu der Zeit, wo wir eine Wirtschaftskrise hatten, 2008 und 2009, hat es hier noch Zuwachsraten gegeben. Das ist die Industrie, auf die wir setzen. Und hier versprechen wir uns große Chancen für die Zukunft. Aber auch in den klassischen Industrien sind wir nicht mehr in einer Situation, wo Umwelt und Industrie gegeneinander standen. Denken wir an die Stahlindustrie. In den letzten 15 Jahren sind hier Verfahren entwickelt worden, wo gut 20% weniger Energie eingesetzt werden muss. Oder die chemische Industrie, die auf Biokraftstoffe setzt, die darauf setzt, moderne Fassaden zu gestalten, neue Werkstoffe entwickelt, die weniger Energie verbrauchen und eben aktiv in der Elektroantriebstechnologie unterwegs ist, weil hier werden die Speichermöglichkeiten für die Zukunft entwickelt. Also wir sind auch in den klassischen Industrien auf einem Weg, wo Nordrhein-Westfalen sich heute schon anders darstellt, an der Basis in den Unternehmen als in der öffentlichen Meinung. Aber es ist klar, die Industriegeschichte in Nordrhein-Westfalen die letzten 100, 150 Jahre war immer eng verknüpft mit Energie, mit billiger Energie und industrieller Grundproduktion. Und wir wollen diese industrielle Grundproduktion in Nordrhein-Westfalen halten, selbstverständlich. Ob das Aluminium ist, ob das Stahl ist, ob das Papier ist, das gehört zu Nordrhein-Westfalen. Und wir brauchen es auch für die Wertschöpfungsketten insgesamt, weil ohne Aluminium kann man keine Bauteile für leichtere Fahrzeuge erbauen oder ohne neue Werkstoffe kann man auch keine leichten und besseren Farben erfinden. Und deshalb brauchen wir diese Grundproduktion am Anfang der Wertschöpfungskette. Aber was wir schaffen müssen, was unser Projekt ist, ist die Aussöhnung der energieintensiven Industrie mit dem Weg Richtung Erneuerbare. Das ist grünes Projekt für Nordrhein-Westfalen. Wir wollen intensiv und erneuerbar. Das ist unser Weg. Und dann bin ich bei den Heizungspumpen aus Dortmund. Warum in alles in der Welt leisten wir uns seit über 2 Jahren eine Strompreisdebatte? So eine moderne Heizungspumpe verbraucht 80% weniger. Für einen 4-Personen-Haushalt heißt das 100, 120 Euro weniger im Jahr an Kosten. Und da fragen dann die Hersteller, warum macht ihr in Berlin keine Politik für Effizienz und für solche
Innovationen in unseren Gebäuden, das bringt allemal mehr. Das sind die tiefhängenden Früchte der Energiewende. Wir müssen Energiewende in der ganzen Breite sehen und nicht nur als reine Stromwende. Und deshalb sind solche Heizungspumpen, die in Nordrhein-Westfalen hergestellt werden, industriepolitisch zu begleiten, dass sie auch weiterentwickelt werden. Das sind Unternehmen, Hidden Champions, die aus Nordrhein-Westfalen kommen. Und die sind bei uns zu Hause. Wir sind die Partei für die Hidden Champions aus Nordrhein-Westfalen. Oder wenn chinesische Besuchergruppen kommen, und die kommen in der letzten Zeit ziemlich häufig, weil die haben da so ein Problem in China mit der Luft, und fragen, wo kann man denn mit welcher Kraftwerkstechnik vielleicht bessere Luft produzieren. Die gehen nicht ins Rheinische Revier nach Niederaußen oder Fremostorf, die gehen nach Düsseldorf in die Kathedrale der Kraftwerksentwicklung, Kraft-Wärme-Kopplung auf hohem Niveau, über 60-70% Wirkungsgrad. Da sind die chinesischen Besuchergruppen. Aber wenn wir denen dann erklären, warum laufen denn immer noch die schmutzigen Kraftwerke im Rheinischen Revier, dann steht man ziemlich sprachlos da. Dafür brauchen wir Rahmenbedingungen. Die schmutzigen Dinger müssen vom Netz und die guten müssen ans Netz. Das ist Industriepolitik. Und der Supermarkt in Hörde, da gibt es viele Beispiele von. 60% Energieeinsparung, die basteln ihre eigene Energiewende, die gehören zu den besten energieeffizienten Supermärkten in ganz Deutschland. Viele Handwerker machen das, viele mittelständische Betriebe setzen auf Eigenstrom und ihre eigene Energiewende. Warum in alles in der Welt wollen wir diesen Weg denn jetzt abschneiden, Herr Gabriel? Bitte geben Sie darauf eine Antwort. Das ist Industriepolitik für unseren Standort. Oder die Elektrostecker aus Kirchhundem. Wir haben das geschafft, das ist jetzt europäische Norm. Dort entwickelt, dort gebaut. Aber verdammt nochmal, Elektrostecker alleine reichen nicht. Es sollen doch auch Elektrofahrzeuge fahren. Und wenn die 2030 fahren sollen, und die brauchen wir für den Klimaschutz, dann brauchen wir Rahmenentscheidungen, politische Rahmensetzung. Andere Länder sind da schon weiter. In China gibt es 6.000 Euro für jedes Elektrofahrzeug, um eine Markteinführung zu machen. In Kalifornien müssen die Händler 8% der Fahrzeuge Elektrofahrzeuge verkaufen. Wir brauchen solche politischen Rahmensetzungen auch in Deutschland, zum Beispiel, dass unsere Innenstädte emissionsfrei werden ab 2025. Das ist eine industriepolitische Rahmensetzung für mehr Elektromobilität in Nordrhein-Westfalen und in der Bundesrepublik. Und klar ist auch, wenn man eine ökologisch-industrielle Revolution vorhat, dann braucht man Revolutionäre und Revolutionärinnen. Und die brauchen wir, um den nächsten notwendigen technologischen Sprung zu machen. Eine neue Gründerzeit, Unternehmerinnen und Unternehmer, die sich aufmachen, die forschen, die entwickeln, die innovativ sein wollen. Und dann gibt es in unseren Medien Castingshows, was das Zeug hält. Rauf und runter. Und ich habe es gelesen, 14.000 junge Mädchen stehen sich die Füße platt, um in die Sendung Germany's Next Topmodel zu bringen. Wir brauchen aber Castingshows für die besten Handwerkerinnen und Handwerker, die besten Erfinderinnen und Erfinder, die besten Forscherinnen und Forscher und die besten Ingenieurinnen und Ingenieure, liebe Freundinnen und Freunde. Das müssen wir politisch in der Gesellschaft verankern. Und die sind alle bei uns. Herzlich willkommen. Bündnis 90 ist die Partei, die die Erfinderinnen castet für die Zukunft. Und dann bin ich beim Klimaschutz. Da wird ja das eine oder andere auch an übler Nachrede über das Klimaschutzgesetz und den Klimaplan im Lande verbreitet. Aber wenn wir die Zukunft gewinnen wollen, dann brauchen wir so etwas wie eine Leitentscheidung, hinter der sich die Gesellschaft versammelt. Alle Kräfte müssen da mitmachen. Das kann nicht gelingen,
wenn sich welche außen vorhalten. Das kann nur als Gemeinschaftswerk funktionieren. Und deshalb müssen wir ringen um diese Leitentscheidung. Das ist die Leitentscheidung für unseren Standort, für unsere Wirtschaftspolitik. Klimapolitik ist Industriepolitik pur, liebe Freundinnen und Freunde. Weil wir werden mit unseren Anstrengungen hier nicht die Welt retten. Darum geht es auch nicht. Es ist klar, ohne unsere Anstrengungen wird es national nicht gehen, wird es auch europäisch nicht funktionieren. Aber wenn wir es nicht schaffen, dann schafft es niemand. Und deshalb brauchen wir eine Leitentscheidung, die diesen Weg vorzeichnet und wo wir gesellschaftlich, politisch uns hinter versammeln, als Einladung an alle mitzumachen. Und diese Leitentscheidung, darum muss man kämpfen, jeden Tag. Und deshalb geht's raus, spielt's Fußball, kämpft um diese Leitentscheidung in der Gesellschaft, in euren Räten, draußen in der Partei, weil darum lohnt es sich zu kämpfen. Die Frage ist nicht, ob wir den Sprung schaffen, sondern wo er stattfindet und ob er hier stattfindet. Und darum kämpfen wir in Nordrhein-Westfalen. Herzlichen Dank.